Hast du Geschwister? Hiç kardeşin var mı? Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Evet, iki erkek, üç kız kardeşim var. Ich habe nur drei ältere Brüder. Sadece üç abim var. Ich habe keine Geschwister. Hiç kardeşim yok. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Şu tabloyu kim yaptı? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Dedem 30 yıl önce yazmış. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Çok ünlü bir ressam yapmış, fakat ismini unuttum. Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Kontrol edilmesi gereken başka konu var mıdır? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Database bağlantısı kontrol edilmeli. Server müssen überprüft werden. Serverların kontrol edilmesi gerekiyor. Welche Art von Filmen magst du? Hangi tür filmleri seversin? Ich liebe Science-Fiction-Filme. Bilim kurgu filmlerini çok severim. Ich liebe Komödien. Komedi filmlerini çok seviyorum. Hast du für die Prüfung gelernt? Sınava çalıştın mı? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Çalıştım aslında ama diğer taraftan çok konu var. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Çalıştım ama çok problemli konular. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Bu yarışmaya katılacak mısın? Ja, ich werde teilnehmen. Evet, katılacağım. Nein, ich war schon einmal dabei. Hayır, daha önce katılmıştım. Ist jemand im Raum? Odada kimse var mı? Es ist niemand im Raum. Odada kimse yok. Es gibt drei Leute, die ich nicht kenne. Tanımadığım üç kişi var. Habe ich es richtig verstanden? Doğru anlamış mıyım? Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Evet, dediğin gibi devam edeceğiz. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Hayır, aslında tam olarak böyle değil. Wo willst du morgen hingehen? Yarın nereye gitmek istersin? Ich würde gerne nach Besiktas gehen.
Beşiktaş'a gitmek isterim. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Final maçına gitmek isterim. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Kupa maçına gitmek istiyorum. Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Sınıfta kimler partiye katıldı? Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Tüm sınıf partiye katıldı. Lediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Sadece bir kişi katılmadı. Magst du sie? Burayı sevdin mi? Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause. Evet, kendi evim gibi. Es hat mir nicht so gut gefallen. Es ist ein sehr überfüllter Ort. Çok sevemedim, çok kalabalık bir yer. Was ist Ihr Lieblingsessen? En sevdiğin yemek hangisi? Ich liebe Pasta sehr. Makarnayı çok severim. Ich liebe Omelett. Omleti çok severim. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplantı kaçta başlayacaksın? Das Treffen wurde verschoben. Toplantı ertelendi. Wurde es heute abgesagt? Bugün iptal oldu. Von welcher Firma sind Sie? Hangi şirket için çalışıyorsun? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Bir muhasebe firmasında çalışıyorum. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Bir e-ticaret şirketinde kargo çalışanıyım. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Güvenlik yazılımını güncelledin mi? Ja, ich habe es aktualisiert. Evet, güncelledim. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Hayır, henüz güncellemedim. Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç dil konuşabiliyorsun? Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Was ist passiert? Ne oldu? Ich bin fast gefallen. Neredeyse düşecektim. Eigentlich gibt es nichts. Aslında bir şey yok. Besitzen Sie diesen Teil des Autos? Arabanın bu parçasından elinizde var mı? Ich habe das nicht zur Hand. Elimde bundan yok. Wie viele wollen Sie?
Kaç tane istiyorsunuz? Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr kämpferischer Mensch. Tommy çok kavgacı biridir. Tommy ist ein sehr lockerer Mensch. Tommy çok uyumlu biridir. Um wie viel Uhr verlassen Sie das Haus? Saat kaçta evden çıkacaksın? Ich werde warten, bis du kommst. Sen gelene kadar bekleyeceğim. Ich werde um 10 Uhr abends abreisen. Akşam saat 10'da çıkacağım. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Sürücü arabada uyuyor muydu? Nein, es ist niemand im Auto. Hayır, arabada kimse yok. Ich habe niemanden gesehen. Ben kimseyi görmedim. Wenn ich es falsch verstanden habe, könnten Sie mich korrigieren? Yanlış anladıysam, beni düzeltir misin? Klar. Machen Sie weiter. Tabi, sen devam et. Zufriedenheit. Memnuniyetle. Wann gehst du aus? Ne zaman dışarı çıkacaksın? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Öğleden sonra çıkmayı düşünüyorum. Ich werde nach der Arbeit gehen. Mesai sonrası çıkacağım. Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Telefonumu yarın tamirden alacak mısın? Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Yarın saat 8'de alacağım. Es wurde noch nicht repariert. Henüz tamir edilmemiş. Wie ist das Wetter? Hava nasıl? Das Wetter ist sehr heiß. Hava çok sıcak. Kaltes Wetter. Hava soğuk. Das Wetter ist regnerisch. Hava yağmurlu. Es ist windig. Hava rüzgarlı. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Sürücü arabada uyuyor muydu? Der Fahrer fuhr das Auto, aber er schlief nicht. Sürücü araba ama uyumuyordu. Eine andere Person schlief mit dem Fahrer. Sürücü ile birlikte başka biri daha uyuyordu. Mit wem möchten Sie sprechen? Kiminle konuşmak istersin? Ich werde mit niemandem außer dir reden. Sen hariç kimseyle konuşmayacağım. Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum.
Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplantı kaçta başlayacaksın? Heute geht es eine Stunde früher los. Bugün bir saat erken başlayacak. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. 15 dakika geç başlayacak. Müssen wir Büromaterial bestellen? Ofis malzemeleri için sipariş vermemiz gerekiyor mu? Ja, Sie sollten nicht zu spät kommen. Evet, çok geç kalmamak gerekiyor. Bitte sofort bestellen. Lütfen hemen siparişi verilem. Wirst du Matheunterricht nehmen? Mathematik dersine girecek misin? Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Hayır, aynı saatte bir başka sınavım olacak. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Evet, bu sınava girmem gerekiyor. Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu eğitimi almak zorunda mıyız? Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm zorunlu bir eğitim olduğunu söyledi. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn Sie mitmachen. Zorunlu görünmüyor. Ama katılırsan iyi olacaktır. Wie viele Dosen Flaschenmilch muss ich kaufen? Kaç kutu şişe süt almam gerekiyor? Wenn es für jeden etwas gibt, müssen Sie 40 kaufen. Herkese bir tane olacaksa 40 tane almak gerekiyor. Es reicht aus, nur 3 zu kaufen. Sadece 3 tane alsak yeterli. Wie lange studieren Sie schon Physik? Ne zamandan beri fizik çalışıyorsun? Ich arbeite seit 5 Jahren. 5 yıldan beri çalışıyorum. Dieses Jahr ist mein 4. Jahr. Bu sene 4. yılım. Für wen bist du hierher gekommen? Kimin için buraya geldin? Ich kam wegen dir. Senin için geldim. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Çocuklarım için buraya geldim. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok güler yüzlü biridir. Tommy ist ein sehr gesprächiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Wie lange wirst du arbeiten? Ne zamana kadar çalışacaksın? Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışacağım.
Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Sabah saat 6'ya kadar çalışacağım. Wann ist das Abendessen fertig? Akşam yemeği ne zaman hazır olacak? Nach 3 Stunden. 3 saat sonra. Wir werden heute draußen zu Abend essen. Bugün yemeği dışarıda yiyeceğiz. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Müşteri ile randevu saatimizi onayladın mı? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Evet, konuştum ve bu konuda net saati belirledik. Ich werde in 2 Stunden sprechen. 2 saat sonra konuşacağım. Wann soll ich zu Ihnen kommen? Ne zaman size gelmemi istersin? Du kannst kommen, wann immer du willst. İstediğin zaman gelebilirsin. Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Akşama gelmeye ne dersin? Kannst du mir dieses Bild zeigen? Şu resmi bana gösterebilir misiniz? Von welchem Bild sprichst du? Hangi resimden bahsediyorsun? Es sollte in meiner Tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Çantamda olmalı. Bir dakika bekler misin lütfen? Ist die Gewährung einer Zulage möglich? Ödenek çıkarmak mümkün mü? Sie wissen, dass die wirtschaftliche Situation etwas schwierig ist. Ekonomik durumları biliyorsun, biraz zor. Wie viel brauchen Sie? Ne kadar lazım sana? Bist du ein Ingenieur? Sen bir mühendis misin? Ja, ich bin Ingenieur mit 5 Jahren Erfahrung. Evet, 5 yıllık bir mühendisim. Nein, ich bin kein Ingenieur. Hayır, ben mühendis değilim. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail adresiniz nedir? Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang@email.com. Benim E-Mail adresim teachlang@email.com'dir. Müssen Sie diesen Job machen? Bu işi yapman gerekiyor mu? Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Bu konu işimin bir parçası. Ich habe nicht vor, es zu tun. Yapmayı düşünmüyorum. Kann ich das kaufen? Bunu satın alabilir miyim? Leider ist dieser bereits verkauft. Maalesef, bu daha önce satıldı.
Klar. Du kannst es haben. Tabii, alabilirsiniz. Wann werden Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Bu kitabı ne zaman okumaya başlayacaksın? Ich werde dieses Buch morgen lesen. Yarın bu kitabı okumuş olacağım. Mit wem haben Sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Bu projede kiminle çalışmıştın? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Daha önce Michael ile birlikte çalıştım. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. Daha önce database ekibiyle çalışmıştım. Willst du essen? Yemek yemek ister misin? Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Şimdi değil. Daha sonra yiyeceğim. Ja, ich bin sehr hungrig. Evet, karnım çok aç. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Bu yılki tatilimizi nereye planlıyorsunuz? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Paris'te yapmayı düşünüyorum. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Londra'ya gitmeyi düşünüyorum. Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Sizce bu elbise bana yakışır mı? Ich bin mir sicher, dass es Ihnen sehr gut stehen wird. Sana çok yakışacağından eminim. Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen. Bu seni biraz kilolu göstermiş. Was tun in Zeiten der Schulden? Borç zamanlarında ne yaparsın? Ich studiere. Ders çalışırım. Ich lese Bücher. Kitap okurum. Ich mache Musik. Müzik yapıyorum. Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Bu tedaviden sonra daha iyi olacak mısın? Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Doktorum, tedavinin işe yarayacağını söyledi. Was ist dein Lieblingsobst? En sevdiğin meyve hangisidir? Ich liebe Apfel sehr. Elmayı çok severim.
Ich liebe Erdbeeren sehr. Çileği çok severim. Wer kam mit dem Flugzeug? Kimler geldi uçakla? Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ben geldim. Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi. Nur ich kam. Sadece ben geldim. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir araba. Hanginize ait? Mein Auto. Benim arabam. Nicht unseres. Bizim değil. Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Hangi yemekleri çok seversin? Mein Lieblingsessen ist Pasta. En sevdiğim yemek makarnadır. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Yemek çok seçmem. Haben Sie Ihre Präsentation für morgen vorbereitet? Yarınki sunumu hazırladın mı? Ja, ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Evet, hazırladım. Ama biraz daha çalışmam gerekiyor. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Son iki sayfam kaldı, sonra bitirmiş olacağım. Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsunuz? Ich lebe in London. Londra'da yaşıyorum. Was denken Sie über dieses Thema? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ich denke, in etwa 5 Jahren. 5 yıl sonrayı düşünüyorum. Ich denke an dich. Seni düşünüyorum. Ich habe nichts im Kopf. Aklımda bir şey yok. Nicht wichtig. Çok önemli değil. Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Mailin eklerini indiremedim. Tekrar gönderebilir misiniz? Natürlich versende ich es sofort. Tabii, hemen gönderiyorum. Ich habe meine gelöscht. Aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Bendekini sildim. Ama tekrar bakayım. Wo frühstücken Sie? Kahvaltını nerede yapıyorsun? Ich mache es zu Hause. Evde yaparım. Normalerweise frühstücke ich nicht. Genelde kahvaltı yapmam. Was ist Ihre Telefonnummer? Telefon numaran nedir? Meine Telefonnummer ist XX. Telefon numaram X. Ich habe kein Handy.
Telefonum yok. Was ist der Zweck dieses Projekts? Bu projenin amacı nedir? Dieses Projekt wird unsere Kosten senken. Bu proje maliyetlerimizi düşürecek. Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern. Müşteri memnuniyetini arttırmış olacağız. Kannst du Michael helfen? Michael A. yardımcı olabilir misin? Sicher, warum nicht? Tabii, neden olmasın? Nein, da kann ich nicht hingehen. Hayır, oraya gidemem. Sicherlich. Elbette. Wo werden Sie Urlaub machen? Tatile nereye gideceksin? Ich glaube, ich gehe nach Paris. Sanırım Paris'e gideceğim. Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Tatilimi İstanbul'da geçireceğim. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu projede kiminle çalışacağız? Dieses Projekt wurde abgebrochen. Bu proje iptal oldu. Was macht Michael gerade? Michael şu anda ne yapıyor? Er spielt gerade ein Match. Şu anda maç yapıyor. Er geht zum Schwimmunterricht. Yüzme dersine gidiyor. Darf es sonst noch etwas sein? Size başka bir şey getirebilir miyim? Nein, ich möchte nicht. Hayır, istemiyorum. Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Evet, bir su alabilir miyim? Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Yarınki toplantıya hazır mısınız? Ja, ich bin bereit. Evet, hazırım. Abends muss ich etwas mehr arbeiten. Akşam biraz daha çalışmam gerekiyor. Werden Sie pünktlich im Büro sein? Zamanında ofiste olacak mısın? Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Evet, tam zamanında ofiste olacağım. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Biraz gecikebilirim. Ich komme 10 Minuten zu spät. 10 dakika geç kalacağım. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Kaç seneden beri Michael ile arkadaşsınız? Wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt. 5 sene önce tanıştık. Wir haben uns erst gestern kennengelernt.
Daha dün tanıştık. Was ist das Problem? Problem nedir? Ich habe meinen Flug verpasst. Uçağımı kaçırdım. Ich habe mein Geld verloren. Paramı kaybettim. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Bu filmi daha önce izledin mi? Wir haben es vor 3 Jahren in der Schule gesehen. 3 yıl önce okulda izlemiştik. Ich habe es noch nie gesehen. Daha önce izlememiştim. Wann gehst du ins Bett? Saat kaçta yatarsın? Ich gehe um 21 Uhr ins Bett. Akşam 9'da yatarım. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Akşam 11'de yatarım. Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Baban geldiğinde ne yapıyordun? Ich studierte, als mein Vater kam. Babam geldiğinde ben ders çalışıyordum. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Babam geldiğinde uyuyordum. Könnten Sie diesen See werfen? Bu gölü sen atabilir miydin? Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Evet, geçen sene benzer bir gol atmıştım. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ben atamayabilirim ama kardeşim atabilir. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Bu okulun eski adı nedir? Sein Name hat sich nie geändert. İsmi hiç değişmedi. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. İsmi hala Atatürk İlköğretim Okulu. Was machst du in deiner Freizeit? Boş zamanlarında ne yaparsın? Ich lese Bücher. Kitap okurum. Ich schaue Filme. Film izlerim. Ich höre Musik. Müzik dinlerim. Ich mache Hausarbeit. Ev işi yaparım. Welche Farbe findest du schöner? Sizce hangi renk daha güzel? Ich liebe blau sehr. Ben maviyi çok seviyorum. Ich liebe blau, aber meine Tochter liebt rosa. Ben maviyi seviyorum ama kızım pembeyi seviyor. Wer ist an der Reihe? Şimdi kimin sırası? Ich denke, ich bin an der Reihe. Sanırım sıra bana geldi. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Sıra kardeşimde.
In welcher Klasse bist du? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ich lerne in der 8. Klasse. 8. sınıfa gidiyorum. Ich habe die 10. Klasse bestanden. 10. sınıfa geçtim. Ich werde in 2 Jahren mit der 1. Klasse beginnen. 2 sene sonra 1. sınıfa başlayacağım. Hast du Geld für die Schule? Okul için paran var mı? Ja, es sind noch einige übrig. Evet, biraz kaldı. Hatte sehr wenig. Çok az kaldı. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje neredeyse bitmek üzere. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch 4 Wochen. İlerliyoruz ama hala 4 haftaya ihtiyacımız var. Weißt du, wie man fährt? Araba sürmeyi biliyor musun? Ja, ich kann fahren. Ich fahre seit 5 Jahren Auto. Evet, sürmeyi biliyorum. 5 yıldan beri araba sürüyorum. Nein, ich weiß nicht, wie man fährt. Hayır, araba sürmeyi bilmiyorum. Was möchtest du trinken? Ne içmek istersin? Kann ich Wasser haben? Su alabilir miyim? Kann ich Tee haben? Çay alabilir miyim? Kann ich Saft haben? Meyve suyu alabilir miyim? Warum lernen wir Englisch? Niçin İngilizce öğreniyorum? Ich versuche für die Schule zu lernen. Okul için öğrenmeye çalışıyorum. Ich lerne für meinen Job. İşim için öğreniyorum. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist. Çok önemli olduğunu biliyorum. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? Bu toplantıya kaç kişi katılacak? 20 Personen werden teilnehmen. 20 kişi katılacak. Es werden nur du und ich sein. Sadece sen ve ben olacağız. Wo treffen wir uns abends? Akşam nerede buluşalım? Treffen wir uns vor dem Kino. Sinemanın önünde buluşalım. Treffen wir uns dort, wo Sie es wünschen. Sen neresi dersen orada buluşalım. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Aylık ne kadar kazanıyorsun? Ich verdiene monatlich 1000 Lira.
Aylık 1000 lira kazanıyorum. Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Aylık 1000 dolar kazanıyorum. Bist du alleine zur Party gekommen? Partiye yalnız mı geldin? Ja, ich bin alleine gekommen. Evet, yalnız geldim. Nein, ich bin mit zwei Freunden gekommen. Hayır, iki arkadaşımla geldim. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Bu konuda bir düzeltme yapılması gerekiyor mu? Nein, alles funktioniert. Hayır, her şey çalışıyor. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Baştan tüm projenin yazılması gerekiyor. Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Bu uygulamaya bir isim verelim mi? Ja, ich denke, es könnte Mercury sein. Evet, bence Mercury olabilir. Ja, nennen wir es Protex, wenn es zu Sanada passt. Evet, sana da uyarsa Protex diyelim. Wo warst du gestern? Dün nereye gittin? Ich ging zur Schule. Okula gittim. Ich ging zu meinen Eltern. Annemlere gittim. Ich ging zu meinem Bruder. Kardeşime gittim. Kommst du gleich? Hemen geliyor musun? Ich muss zuerst in der Schule vorbeischauen. Önce okula uğramam lazım. Nein, ich werde nicht kommen. Hayır, gelmeyeceğim. Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Bu şehirdeki en iyi kafe neresi? Das Café Lisa in Taksim ist sehr gut. Taksim'deki Café Lisa çok iyidir. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Burada benim sokağımda çok iyi bir kafe var. Würden Sie gerne bestellen? Sipariş vermek ister misiniz? Ja, ich kann jetzt bestellen. Evet, şimdi sipariş verebilirim. Nein, ich bin noch nicht bereit. Hayır, henüz hazır değilim. Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Tasche. Bu bir çantadır. Das ist ein Tisch. Bu bir masa. Das ist ein altes Auto. Bu eski bir arabadır. Kann ich zwei davon kaufen? Bundan iki tane alabilir miyim? Ja, du kannst.
Evet, alabilirsiniz. Nein, ein letzter ist noch übrig. Hayır, son bir tane kaldı. Lieben Sie ihn? Onu seviyor musun? Ja, liebst du ihn? Evet, onu seviyor musun? Ich habe es früher geliebt. Daha önce seviyordum.